darf Sie ganz herzlich hier bei der NASPA begrüßen zum vierten Nachhaltigkeitsdialog. Es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, Journalisten, Autorinnen und Autoren, wie auch Frau Petra Pinzler, die wir gleich hören werden, die sich Gedanken dazu machen, wie wir das Thema Wachstum neu definieren können, um nicht zu sagen, dringend darauf angewiesen sind, es neu definieren zu müssen. Wachstum wird bis dato meist nur ökonomisch bzw. monetär betrachtet. Ich glaube aber, Wachstum kann sehr wohl auch ein Wachstum an Lebensqualität bedeuten. In vielerlei Hinsicht hat sich das manches ganz gut entwickelt, in mancherlei Hinsicht eben aber auch nicht. Das heißt, wir müssen vor Ort dafür kämpfen, dass Klimaschutz eine ganz besondere Wertschätzung hat, weil den Planeten haben wir nur einmal. Was an den Dingen, die Sie in den letzten, sagen wir, 4 Wochen gekauft haben, was haben Sie gekauft, weil Sie es wirklich brauchten? Was haben Sie gekauft, um sich zu zerstreuen? Was haben Sie gekauft, weil die anderen es noch nicht hatten, Sie es aber als Erster haben wollen? Und was, weil die anderen es hatten und Sie es auch haben wollen? Die These, die ich für dieses Buch hatte, war, dass wir immer mehr viel zu oft mit immer besser verwechseln. Und zwar sowohl volkswirtschaftlich, also im Großen, als auch persönlich im Kleinen. Das hat der Søren Kierkegaard mal so ausgedrückt. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Was er damit sagen will, ist, dass wir alle, Sie, ich, jeder, der hier ist, nach Status streben. Und traditionell drücken wir Status durch Dinge aus. Das Problem fängt dabei an, dass das heutzutage eben mit immer mehr Konsum verbunden ist. Es gibt den sogenannten Rebound-Effekt. Der ist ganz einfach so zu erklären. Sie kaufen sich einen neuen Kühlschrank und der ist unglaublich öko, aber Sie stellen den alten in den Keller, weil man die Bierflaschen so gut noch drin kühlen kann. Das heißt, wir werden zwar immer grüner, aber wir konsumieren auch immer mehr. Und was sind es denn für Kriterien, die, wenn es nicht mehr Geld und mehr Einkommen sind, die Leute zufrieden machen? Und dann kommen sie zu dieser ganz banalen Erkenntnis, es sind solche Dinge wie Gesundheit, ein langes Leben, Bildung, Chancen, Demokratie, Freiheit, Teilhabe. Und je mehr wir andere Kriterien für gutes Leben entwickeln, je mehr wir darüber nachdenken, wie wir möglicherweise auch Güter anders teilen können, und das geht ja weit über das Carsharing hinaus, es ist ja die Frage, ob jedes Eigenheim einen eigenen Rasenmäher haben muss. Je früher wir das tun, glaube ich, desto leichter können wir dem auch entgegensehen. Wenn wir nicht mehr politischen Druck aufbauen, und der entsteht nur durch Diskussionen mit Menschen, dann wird sich in der ökonomischen Forschung darüber oder dahingehend, wie man den Wachstumsdruck abbauen kann, relativ wenig tun. Und deswegen glaube ich, ist die individuelle Ebene extrem wichtig. Ein bisschen Normalität in unserem Umfeld herzustellen bei den Dingen, die uns dann da wichtig sind. Und wenn das viele machen, und dann wird das normal, nachhaltig zu leben oder nachhaltiger zu leben. Und wenn Sie sich die Welt vorstellen als, naja, es ist rund und damit endlich. Wachstum ist was, was unendlich ist. Nun kann aber kein System unendlich wachsen auf Kosten eines endlichen Systems. Irgendwann ist Grenze. Und im Moment kommen wir aus diesem Wachstum schlicht nicht raus.